Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Xenoverse Link Lock Challenge. In diesem Part gehen wir in diesen Wild Bull Saloon. Und schauen uns dann hier mal um. Was sagt mir die Karte im Pokéverse? Wo bin ich hier? Hier ist Western City mit El Purgatorio und hier ist nichts. It says Wild Bull Saloon. Everything else is unreadable. This is different from the ones we found before. Oh, you're finally here. Whatever. You're not the Niniotto. Who are you, chica? Zelda, are you a trainer? Nice to meet you. I'm Minta. Lead of the Ghost Emergency and Ignition Suppression Team, or GHEST for short. You're looking for a gym leader Casper, aren't you? Well, you're not gonna find him here. Some black-clothed bastards have been blocking access to some area, gym included, for a few days. I have no idea who they are, nor what they want from the citizens. What are you saying? Those pirates hail from that damn team dimension? Chrysler might know something about it. That guy's top-tier genius. I've got an idea. Do you want to meet the other members of my squad? You know, Gaze works alongside Sheriff Casper, so we could help you meet him. And I'll tell you why right away. Our group is tasked with a double-faced city patrol duty. During the day, we handle the occasional fire, but after dark, we handle the ghosts. Or we are ghost fighters. A job like ours is vital in a constantly haunted place like Western City. So the sheriff holds a lot of respect for our team. Andale, come inside the fire blast for meet and greet. Okay, ich kann auch nicht da an die Seite gehen. Beim ersten Mal habe ich versucht reinzugehen, beim zweiten Mal wollte ich einfach an der Seite vorbeischauen, ob ich da vielleicht irgendwelche Items finden kann oder so. Hola Zelda, I've been waiting for you. Bienvenida to the Geist Firehouse. Here we monitor the city to thwart thieves on infestations efficiently. I said I'd introduce you to my co-workers, so ven conmigo. I'll show you to the other rooms of the firehouse while I'm at it. Vamos. Okay, das ist tatsächlich absichtlich Spanisch. Ich glaub Spanisch. This is my office. It may not be much, but I keep all the team's achievements here. Over here is one of the members of our group. Come on, I'll introduce her. Das Blaster ist, das wir schon gesehen haben. This is Buster, my protoss to Blastoise. Blast. Buster's no common Blastoise, though. Do you see the cannons on its shell? We're returning from a mission. We met some punks who were harassing a poor Cubone. My Pokemon immediately put itself in front of the little guy to protect it from those powers, but alas, those desperados managed to break its cannons. Buster, without its best weapon, couldn't put all itself in all our missions. So Chrysler, the team's brain, invented some artificial prosthetics for it. That Gordon never stopped surprising me. He wasn't content with just creating cannons to shoot at high-pressured water. He added a vacuum function, the ideal function for ghost hunting. Isn't that right, amigo? Last. Hehe, as you can see, we're two peas in a pod. Well, there's not much else. Let's keep going. Follow me, Zelda. We're now in the storage room. Here we keep our weapons for ghost hunting and the spare parts for our vehicles. Hey, Blondie, don't you see we have guests? Be a good host and introduce yourself, come on. No need to get so riled up, Minta. She's just a squirrel after all. Tch, this cabron is Salem, the reckless who drives ghost vehicles and... No need to make that blunt, Minta. You just need to say that I'm muy hermoso.
Avasta as usual, Sam. Come on, Minta. No point in hiding the truth, but nothing scares me. May they be fire or ghosts, I'll blow them away with my charm. No offense, Salem, but you're hopeless. Come on, Zelda, let's go over. The other members of the team should be way upstairs. This is the relaxation area. This is where we enjoy some well-deserved rest after our missions. Oh look, it's Will. Hey, is everything okay? You look like you've seen a ghost. Oh, hi, Minta. What's wrong? Nothing. I just had a bad dream. Sis, who's this? Oh, you're right. Ninito. It is Zelda, a Pokemon trainer. Wow, are you serious? Besides Minta and Salem, I've never seen other trainers around here. Nice to meet you. I'm Will. As you can see, Aurelia is really shy, but he's a sweet boy to boot. You're making me blush, Minta. But thanks for the compliments. It's the truth. Zelda, you must know that Geist was founded by Will's father. We owe everything to him. Dad passed away a few years back, though. My friends and I try every day to protect what he created, although I'm still not ready to. Well, don't say that. You know that I'm true. You should be more confident. Thanks, sis. I promise I'll try. Good, Ninito. That's the spirit. Let's go back downstairs. It's time to meet our last partner. Come on, follow me. This area is basically the heart of the firehouse, the laboratory. Here we achieve all the info regarding paranormal phenomena, study and the means to fight them back. But none of this would be possible without a genius. Hi, Ola Chrysler. Is it a bad time? I have someone to introduce you to. One of Chrysler's quirks is being a man of few words. Other than that, our team would be nothing without his work. Hey, Chrysler, will you even look at us? Say hi to our girl. She's Zelda, a Pokemon trainer which you met in Wild Bull Saloon vicinities. The kid has come to the stand to challenge Sheriff Casper, but some Team Dimension grunts involved in the recent events blocked the gate to the gym. That's the reason why you let her here. Chrysler, were you spying on me or something? Negative, Captain. Simply, you weren't aware of our, you're just that. You weren't aware your transceiver was in function. Wow. Whoops, me gulp. I'm still introducing other face to face is better. There's no time. The city is in rough danger. Could be more specific, Chrysler? Chrysler? Hey, Krishna, why'd you call me? I hope for you it's something important. What's going on? Why the meeting? Shut up, you two. Let Krishna speak. He must have his reasons. Captain, you have captured a strange magnetic field in Wild Bull Saloon area. Yeah, I have. On second thought, it was a really abnormal presence. Way more intense than usual. Within several Zelda arrived, something happened, whatever. See a transtone and boss, and it's all the squad's fault. Bastard, shut up that show off. Bast. Keep it quiet, Buster. Come on, guys, this isn't the time for arguments. Actually, if the captain hadn't come in contact with Zelda, she would be a prisoner of the saloon's ectoplasm now. Are you dumb, Kursler? I hate Minotaur's guts, but even I have to admit how tough he is. Nothing would have changed. Negative, Salem. The captain's skill and, in fact, high, but not high enough. However, Zelda's survival must have triggered something in the ectoplasm that made it disappear. That's why when I met her, I couldn't pick up anything. Umber, you must be a formidable trainer. The anomaly isn't gone from the radars. It's probably still wandering inside the saloon. However, we possess no data regarding this Pokemon. For all we know, there could be more than one. We must act quickly, but we need a good plan. I really have a bad feeling. I'm so scared right now.
What are we waiting for? To the saloon. We'll come up with a plan to get rid of that entity once we get there. Zara, Zara, my source indicate that you are here to challenge Gym Leader Kasper. My knowledge might be enough to reprogram Team Dimension's robots so we could free the gym. But we need your help just as much as you need ours. So I'm asking you to assist us on this mission. I'm sick on this trip shot. The last that gets there smells like a Gavidar. He's always so reckless. Salem, I swear I'm gonna give you a lesson. Zella, we're going to the Bright Bull Saloon. We're waiting for you in case you are willing to accept our deal. Nein, ich werde euch nicht helfen, weil ich meine, ich bitte euch, warum sollte ich schon die Stadt befreien, die Stadt retten, wenn ihr mir dafür dann auch noch den Access zum, zur Arena frei macht? Also ich meine, natürlich würde ich dann lieber einfach rumsitzen und nichts machen. Zelda, so you've decided to give us a hand on the mission? Quelligra, Alegria. This ruined building is the Wild Bull Saloon. Not many years ago, it used to be one of Buster City's main attractions. Can you believe that? The owner, Champio, built it a century ago, taking the role as a bartender as well. Every zone was finely organized. For instance, the one we are occupying right now was the Battle Room. Here, both Buster citizens and outsiders used to fight between one drink and the next one. All good things come to an end, though. Someone spread the rumor about the monstrous Pokemon hidden by the owner. People, even though they've never seen this creature, believed the rumor, and so Trampo started seeing, day after day, his clients disappearing one after another until he was left alone. So the saloon that has been deserted ever since became the home of ghost-type Pokemon. But ghosts will never let an arrogant two-bit spirit take it for itself, ruining Mr. Champo's work. That's why we're here. Now that everyone's here, Gaze can finally start its magic. That's right, Zelda, until the end of the mission, you're going to be a part of the team. Let's go through the hours for clues. Vamonos! The door's locked. This door as well. Ich werde auf jeden Fall einen Mann fangen und benennen und dann halt, wenn es drauf ankommt, wenn ich halt wieder neue Pokémon ins Team reinpacken darf, muss, was auch immer. Blast. Schauen, ob die jetzt für eine neue Route sind oder ob das halt immer noch zur Stadt gehört. Oh, Zelda, it's you. I'm really happy that you're here to help us. Wow, I finally see your real trainer in action. Saloon key. In the key items. Moment, ich hab da ein Schild gesehen. Nicht ein Schild. It was another night here at the saloon. The clients and the Pokemon between a drink and the next one spent the time battling. Music and loud choirs echoed in the theater room, making the desolate Wester look like a nightlife city. Despite being the owner of the shack, I've never been a party, so I just used to watch others having fun, proudly enjoying the results of my effort. Suddenly, like a bolt from the blue, I felt a shiver down my stomach. My observant spirit led me to find out something extraordinary that night. I saw a shadow hiding between the castles of the saloon, a shadow that resembled a Pokemon. Ever since then, my working days have never been the same. The first page ripped of a diary. Lichtel. Ich mag Lichtel. Also tatsächlich, ich finde die Lichtel-Latelektro-Skelabrerei halt richtig cool. Sowohl zum Spielen als auch einfach vom Design her. Das war actually gar nicht so schlecht als Animation, was auch immer das gerade war. Also der Damage vom Vortex.
While shining a light and pretending to be a guide, it leeches off the life force of any who follows it. Ja, stimmt. Das sind ja alles. Was wollte ich sagen? Genau, das sind ja alles so einfach nur die Geistseelen von Menschen aussaugen. Und auch wenn Morak eigentlich eher zu Blacephalon passt, gibt es hier halt noch kein Blacephalon. Morak ist ein Schwertgeist aus Xenoblade Chronicles 2. Ich hoffe, dass Morak der Geist war und nicht der Mensch zu dem Geist. Dementsprechend passt das meines Erachtens noch. Ein weiteres Litwick, da kann ich nochmal ein paar EP mit White Knee rausholen, weil EQ. Wenn ich hier auch noch rein kann, da habe ich auch noch irgendwas glitzern sehen. Dann kann ich da vielleicht auch noch einen Schlüssel oder sowas rausholen. Aber nee, die Tür ist zugesperrt. Habe ich eigentlich einen Schutz? Super Ripple, ja komm, passt. Hier kann ich jetzt rein mit dem Key. Und hier ist ein weiterer Salon-Key. Okay, merken, hier kann ich nochmal rein, wenn ich Ding habe, wenn ich zur Schneide habe. Evolid! Salon-Key wieder. Oh. Also den Evolid werde ich auf jeden Fall einem Pokémon geben, wenn ich ein Pokémon habe, das den Evolid halt wirklich tragen will. Ich will ihn halt zurzeit nicht meinem Ponita geben, weil Ponita halt mit Akrobatikwork machen soll. Komm einfach durch, White Knee. Danke. Ich finde aber auch die Level-Diskrepanzen hier höchst interessant. Noch ein Max-Weeple, das kann sehr geil sein. Also ich meine, von 28 bis 32 ist schon mal alles dabei. Slonky, jetzt kann ich vermutlich nach oben. Und wenn ich oben bin, werde ich auf jeden Fall auch meinen Geist nach vorne packen. Und hoffen, dass der Geist des Gegners keinen F-Blast hat. Auch wenn ich tatsächlich davon ausgehe, dass er F-Blast hat. Einfach nur, weil es halt ein Geist ist und dementsprechend und halt recht late im Game, also ich meine vierte Gym. Salam, Kudamonios. I've gotten into you. Zelda, hurry up, we have a problem. Oh. Madre de Dios, that Carbon suddenly lost control and turned against us. Yes. I'm so scared. Stop him, Zelda, please. There's no need for you to waste your energy, Zelda. This is my duty. No offense, Crystal, but Zelda's definitely more qualified than you. You aren't even a real trainer after all. Affirmative, Captain. The plan I designed, though, should work, even though my strength isn't comparable to Zelda's.
Alright, I know I can trust you. Thank you, Captain. Transfer protocol. Loading 10%. 40, 70, 90, 100%. Start. Hey, Quidaminius is going on here. Why was that tower flying? Idiota, did you already forget everything? Poor Chrysler saved you by letting himself be taken by the Pokemon that possessed you. What? Then I'll have the chance to redeem myself. Don't worry, Tabo, I'll save your fat behind. Yes. I can't attack old Chrysler now. What to do? Out of the way, Salem. It looks like Zelda wants to handle this. Yes. You are challenged by Geist Chrysler. Okay, nicht der Geist, mit dem ich gerechnet habe. Aber I guess immer noch ein Geist. Zen Headbutt kann zurzeit ganz cool sein. Über sowas wie Defense Curl, ja, weil ich keinen Roller verwenden werde. Metang, weiteres Fodder für EQ. Metallklaue. Ja, macht jetzt halt nicht so unendlich viel Schaden, macht aber schon soliden. Ich lebe halt den jetzt noch. Den Zen halt auch. Und selbst Bullet Punch sollte mich nicht killen können. Oh. Oh. Los, Krugfeldes. Aber es scheint so, als ob sein Team halt einfach komplett wie gegenüber Boden wäre. Zumindest bis jetzt ist es so. Und er hat ja auch nicht sein... Also, er hat ja auch nicht sein letztes Mal rausgeholt, sondern sein Metang, obwohl Metang gegen, genau. Gegen Metang jetzt auch nicht so insane ist. Dementsprechend dachte ich mir schon fast, das letzte wieder irgendwas sein wird, das schwach gegen Boden ist. Hey, Krasner, tout de bien? Und... Hey, the battle must have made him tired. Chrysler, thank you for taking this risk in order to save us, but most importantly, muchas gracias, gracias, Zelda. I agree with you, Zelda, you were amazing. But still too early for celebrations. That Pokemon is still on the loose. It could put any of us against the others at any moment. And we are already shot in terror. Chrysler, I make that bastard pay. Zelda, give me that key. Let's settle this good-for-nothing spirit. Salem, get the money, as are they thinking? We can't split up at a time like this. Last. Hey, guys, don't leave me by myself. Dann packe ich Krugfeldes nach vorne. Und heil mich einfach mal am Pori-Center, das hier drin war. Ich finde Pori-Center halt so eine coole Idee, weil man auf die andere Weise halt der Max Ripper war, glaube ich, ein Waste gerade. Wenn man auf die andere Weise halt nachdenken muss, weil man sich heilen will, aber trotzdem eigentlich immer die Möglichkeit dazu hat. No Geist Member in sight. Voll hier. By the way, ich habe mich umentschieden. Ich glaube, der Max Ripper war kein Waste. Das sind Licht oder sowas ähnliches. Genau, das ist ein Labyrinth und wann immer ich
zu einem Endpunkt komme, verändert sich das Labyrinth. Ich habe fast schon damit gerechnet. Music is changing. Nanwe. Okay, das bedeutet, das ist jetzt selbst. Down, das bedeutet, ich bekomme einfach nur die EP. Oh, Kuckfeld ist auch vorne. Gut, dann passt das. Ach lol, ich kann hier gar nicht rein. Ich dachte, ich sollte jetzt hier rein. Aber ja, es wäre ein bisschen früh dafür gewesen. Skarakno. Also die Sache ist halt die, jeder Gegner, den ich jetzt noch bekämpfen kann, ist halt quasi eine weitere Möglichkeit, Level aufzusteigen vorm Gegner, vorm Bossfight. Vorm Xenofight. Wenn ich mich nicht irre, sollte er jetzt versuchen anzugreifen mit einem Psybeam. Tut er aber nicht. Ich habe kein Interesse daran, jetzt noch einen Mon antippen zu lassen. Scary Face, das ist cool. Wenn ich noch schneller bin. Was ich tatsächlich für nicht unmöglich halte, genau. Weil Skarakno echt langsam ist. Vielleicht sogar die Fähigkeit hat, die es halt langsamer werden lässt. Nee, ich komme daher, also wird jetzt vermutlich. Pupillon. Komm daher, also wird vermutlich hier nach rechts der weitere Weg führen. Oh ja, sieht sehr danach aus. Noch ein Litwick. Been waiting for you, Zelda. You wanna allow a different level than the other ones. You're surprised that I can talk. It's nothing special, really. Mother superior like me can easily take control of other people's bodies. I'm Wisteract, a Pokemon that has resided in the saloon for too much time now. These decaying walls disgust me. Your presence, though, really piqued my interest. I've never met anyone gifted with so both such love and such hatred. You're my real prey. Kann es sein, dass es ist, weil ich bin halt einmal mein positives Ich und einmal mein Xenoverse-Ich. Es bedeutet mein positives Ich mit Liebe und mein Xenoverse-Ich mit Hass. But I have to admit that this hatred-filled body is not bad at all. I could get used to this. This guy behind the facade of the tough guy only wants to prove himself to be useful for his companions. Such a perfect pawn for my game. And now it's time to test you to see how far I can push this blondie's body. Kämpfe ich jetzt gegen... Nee, ich kämpfe jetzt gegen Pokémon. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich jetzt gegen den Menschen kämpfen muss. Und das sollte ein... Oh, der ist schneller. Es sollte ein neues Level für Krugfeldes sein. Genau. Ja, es ist absolut solide.
Und Hundemann sollten wir auch nicht unendlich viel können. Oh, Fireblast macht bestimmt guten. Oh, macht sehr guten Faden. Crit hat mich potenziell rausnehmen können, je nachdem, wie Crits halt berechnet werden. Ich weiß es ja immer noch nicht hundertprozentig. I get a loss. Squirt, is that you? Let me guess, you saved my bacon again, haven't you? This is absurd, I managed to get myself beaten by a little girl. I let pride fuck my mind and I acted carelessly. It's my fault we're in this situation now. I can't move an inch as if all the energy I had been drained. This damned thing must still be roaming the saloon. Zelda, you're the only one who can do it. Save Minta and Will, por favor. Let me tell you this, though. You may have defeated me, but I'm still the most handsome. Come on, Zelda, make that bastard play. Pay. Werde ich? Aber erst, nachdem ich meine Pokémon hochgeheilt habe. Oder mein Pokémon, besser gesagt. Jetzt kann ich auch hier weiter. Da ist Diary Page Nummer 2. Da hinten ist eine Tür, die ich fast nicht gesehen habe. Und wilde Pokémon ohne die Möglichkeit für mich Schutz einzusetzen. Since then, every day I used to wait for that shadow to come back. At nightfall, like clockwork, I was stunned to see this happening. My soul was frightened and at the same time intrigued by that mysterious presence. However, if my clientele knew that a ghost type Pokemon was haunting the saloon during their parties, everyone would have never come back. So, late at night, when no one was in the bar anymore, I started playing on the piano an old song I learned from my father. I was so lost in my melody that I didn't notice the shadow was showing itself to my eyes. I'll be frank, the fear overwhelmed my curiosity then. I stopped playing. But still, I took courage and tried convincing that Pokemon I had no bad intention. The shadow creature, like it was reading my heart, suddenly transmuted, showing off its true appearance. You could still see suspicion in its eyes, but slowly our souls got closer. Seelentausch mit Geistern ist häufig keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob der das wusste. Oder Seelenverbindung mit Geistern. Ach, ein Pokémon, denn. Los, Fulong. Skara. Wie hat er mich jetzt gecatcht? Okay, dann geht's anscheinend nicht den Weg. Den hier auch nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich herausfinden soll. Okay, gut. Scheint so, als ob der Weg hier möglich wäre. Der Weg hier nicht mit. Nein. Ich habe gerade geschaut, ob ich da irgendwelche Löcher oder sowas sehe. Ach, die Spinnenweben vermutlich. Ich glaube, ich habe die Spinnenweben da nicht gesehen. Da sind Spinnenweben. Hier sehe ich keine. Aber hier waren anscheinend welche. Ich einfach nicht gesehen habe. Also ich hoffe, dass es irgendwas mit Spinnenweben zu tun hat. Entschuldigung, kann ich lesen.
Moment, nee, habe ich hier nicht. Ich habe schon alle Wege tatsächlich ausprobiert. Kann ich hier hoch? Nein. Aber ich meine, ich kann da auch an der Spinnenleben da vorbei. Okay. Sagen wir so, bis hierhin ist der Weg klar. Hier werde ich aufgespürt. Kann ich dann vielleicht da von oben nach unten? Kommt das jetzt nicht nur drauf an, wo ich bin, sondern auch auf welche Art und Weise ich wohin gelangt bin? Nein, gut. Kann ich hier in der Mitte wieder runter? Ich weiß es gerade nicht. Also wenn ich meine jetzt, dass ich hier hochgehe, hier runter. Nein. Hey, dann komme ich aber noch nirgendwo hin oder übersehe ich was? Kann ich nach links abbiegen? Kann ich? Kann ich hier hoch? Kann ich? Genauso wie ich hier rüber kann. Okay. Kann ich jetzt hier rüber? Okay. Ich finde es schade, dass man halt absolut keine Möglichkeit gesehen hat. Keine Möglichkeit hatte, irgendwie zu sehen, wo man hin muss. Gut, aber der Part ist jetzt schon 40 Minuten alt. Junge. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Coole Maskottform. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mögen eure Fokusschlüsse mal treffen. Mögen eure Attacken mal Volltreffer landen. Euer Link. Und ciao.